was kann ich denn für die Allgemeinheit tun? Einfach aus Eigeninitiative, weil es mir irgendwas bedeutet. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal nicht aus meinem täglichen Leben, sondern ein Thema, das mich hier sehr beschäftigt. Ich bin ja jetzt da den ganzen Sommer in Portugal, 3 Monate, und ach, da hat man ab und zu auch mal ein bisschen Zeit, über Dinge nachzudenken. Und was diese Woche mir über den Weg gelaufen ist, ist das Thema Eigeninitiative. Irgendwie ist es ja so, auf Facebook, Instagram und Co. bekommt man ja irgendwie ständig gezeigt, was man für sich tun sollte. Superfood essen, Yoga machen, meditieren. Ich brauche dieses Shampoo für kräftige Haare, das für größere Wimpern. Diesen ganzen Kram, der die ganze Zeit auf einen einblättert. Und man denkt, oh ja, das brauche ich noch, um mein Leben unbedingt besser zu machen. Was dabei aber irgendwie total verloren geht, der Gedanke, hey, was kann ich denn einfach mal selbstlos machen für die Welt, für alle, nicht nur für mich. Ich habe darüber viel nachgedacht und wollte dieses Video drehen, um vielleicht euch auch ein bisschen zu inspirieren. Ich hatte selber eine Inspirationsquelle, mehr oder weniger. Ich war surfen am Strand und dann kam mir die Surflehrerin Wiebke entgegen mit einem Eimer und hat gemeint, so, jetzt geht's mal Müll sammeln hier, damit es wieder schön aussieht. Und ich dachte mir, krass, ja. Natürlich habe ich da ab und zu mal was liegen sehen, aber ich habe mich dafür irgendwie nicht so verantwortlich gefühlt. Und warum eigentlich? Es ist mein Planet, es ist mein Strand, wo ich die nächsten 3 Monate surfen werde, es ist gerade meine Heimat. Warum fühle ich mich dafür nicht verantwortlich? Weil ich es da nicht hingeschmissen habe. Aber ich finde, so kann man nicht unbedingt denken. Ich sehe oft Müll, ich rege mich oft darüber auf, aber irgendwie hat es in meinem Kopf noch nicht ganz so Klick gemacht, mir einen Müllbeutel zu nehmen und selber Müll zu sammeln. Das habe ich dann auch getan. Ich war eines Abends auf den Klippen und habe den Sonnenuntergang angeguckt und es war wunderschön. Und dann bin ich dann entlang spaziert und es lag so viel Müll rum, was ich echt nicht wunderschön fand. Und ich finde es wirklich respektlos, sich mit 10 Flaschen Bier dahinzusetzen, schön die Natur zu genießen, den Müll da zu lassen und dann wieder abzuhauen. Also bin ich dahin mit einem Müllsack voll und ich war wirklich überrascht, was man da alles findet. Also Dosen, die wirklich schon hunderte Jahre da liegen, Flaschen, die einfach da gelassen worden sind. Ich habe einen ganzen Müllbeutel im Busch versteckt gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute daran denken, was das für Konsequenzen hat, wenn sie das einfach liegen lassen. Also jetzt nicht nur, dass es da liegt, sondern es wird bestimmt irgendwann durch den Wind ins Meer gespült. Das sind Fische, die fressen das, die sterben daran. Das ist einfach, das Müllproblem ist so groß. Und ich weiß noch, ich habe neulich mal was gelesen, dass irgendwie 2050 mehr Plastik im Meer ist, vom Gewicht her, als Fische. Das finde ich sehr erschreckend. Und ja, es war echt kein Act. Ich habe mir einen Müllbeutel genommen, ich bin da hingefahren. Ich habe diesen Sack innerhalb von 10 Minuten voll gehabt. Und ich glaube, ich werde das auch nicht das letzte Mal gemacht haben, weil es mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, es hat mir was gegeben. Es hat mich glücklich gemacht. Ich gehe da jetzt lang und weiß, hey, es ist ein kleines bisschen mehr von der Natur zu sehen und weniger Müll da. Und ich wollte dieses Thema Eigeninitiative einfach mal ansprechen. Also es muss ja nicht immer der Müll sein, aber vielleicht könnt ihr nach diesem Video alle mal überlegen, was kann ich denn für die Allgemeinheit tun? Einfach aus Eigeninitiative, weil es mir irgendwas bedeutet. Gibt es nicht da draußen noch mehr Dinge als Meditation, Yoga, Wimperntusche und Selbstbräuner? Gibt es nicht irgendwas, was man machen kann, einfach nur, um diesen Planeten ein bisschen sorgfältiger zu behandeln? Was natürlich mega geil wäre, wenn ich euch irgendwie dazu inspirieren kann, selber einfach mal rauszugehen mit einem Sack und diesen Müllbeutel voll zu machen. Und gerne ein Foto schicken und es mir irgendwie zukommen lassen. Das würde mich freuen. Also, ach, es ist jetzt hier kein Hexenwerk, irgendwie was über Müll zu erzählen und es ist auch kein, nichts Großes, aber irgendwie sind es doch diese Kleinigkeiten, die im Alltag oft vergessen werden. Einfach so, man lebt sein Leben, man hat stur seine Schiene und irgendwie was links und rechts passiert, lässt man einfach oft links liegen. Und diese Auszeit in Portugal, ich habe es dann ein bisschen einfacher, ich habe natürlich hier ein bisschen mehr Zeit, ich habe jetzt da keinen stressigen Beruf oder sonstiges, aber diese Zeit in Portugal will ich auch wirklich mal ein bisschen nutzen, um darüber nachzudenken, was mir wichtig ist. Ich werde am Freitag auch ins Tierheim gehen. Das ist auch was mir halt einfach voll wichtig ist. Tiere. Und
Müll beseitigen. Und ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wie viele Müllsäcke ich hier noch gesammelt habe und hoffe, dieses Video hat euch vielleicht so ein bisschen einen Denkanschluss gegeben. Für mich war es auch einfach so, dass ich diese Frau mit dem Eimer am Strand gesehen habe und ich dachte mir, Mensch, das kann ich auch. Und es ist nur eine Kleinigkeit, aber stellt euch vor, wenn nicht nur ich das mache und die Frau das macht, sondern wenn das 1000 Menschen machen, was es dann bewirkt. Und ich finde, bei solchen Sachen muss man immer groß denken. Diese Ausrede, ja, wenn nur ich das mache, dann bringt es ja nichts, das ist nichts. Man muss irgendwie auch so ein bisschen den Glauben und die Hoffnung daran haben, dass wenn man selber das macht und es mit anderen teilt, sie irgendwie dazu inspiriert. So, Amen, das war mein heutiger Vlog. Er war ein bisschen kurz, aber ich hoffe trotzdem, dass er euch zum Nachdenken gebracht hat und ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.